stimmt nicht mit Ihnen. Etwas ist anders. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Das ist Banner in Ihnen, richtig? Und das ist seine Schuld. Marvel Avengers. Gucken wir, dass wir ein bisschen ausweichen. Die war doch gerade lieb, danke. Geben wir ein bisschen Gas. Aua. So, nehmen wir das auch noch mit. Ich glaube, das bringt was, wenn wir dich da reinprügeln, oder? Kann das sein? Das. Sie konnten Banner nicht loswerden, sich ihm nicht anschließen. Jetzt stecken sie dazwischen, ein hirnloser grauer Affe. Ups. Noch kaputt gemacht. Ja, glaub ich, etwas sinnvoller, wenn du da mit reingehst, ne? Willst du da vielleicht mal gegenrennen? Ja, mach's halt kaputt, ist auch in Ordnung. Vielleicht doch kein Affe. Zu freundlich für ein so groteskes Ding wie Sie. Ich habe die Pläne des Archivs gefunden. Ich denke, jetzt finde ich auch zu dir. Hoffentlich ist sie bald bei uns. Ja, spüren Sie es? Diese Energie. Hier war meine Evolution. Das ist schon mal ganz gut, dann komm. Hier brutzelt zumindest was. Willst du das vielleicht mal angucken? So, kommt da mal her. Autsch. Ja, langsam machst du mir Schaden. Na gut, wie dir aber auch. Das ist ja, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Autsch, das war zu früh ausgewichen. Das nicht. So, hier war aber irgendwo noch ein Lebensding, ne? Ja. So viel ist es nicht mehr, aber das nehme ich dann doch sicher mal mit. Danke.
Hey, wo sind wir überhaupt? Klar, ich führe Selbstgespräche. Okay. Zeig mir deine Geheimnisse. Erfolgreich rückentwickelt. Was? Warten Sie bitte! Beruhig dich. In einer Minute ist alles vorbei. Verabreichung des Heilmittels. Was meinen Sie damit? Sie tun ihm weh. Bitte aufhören. Wo bin ich? Ein vielversprechendes Ergebnis. Fall 705 hatte einen bemerkenswerten Heilungsprozess und wird die nächsten 24 Stunden beobachtet. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind geheilt. Unmöglich. Wir sollten verschwinden. Es ist nicht sicher. Ja, natürlich. Ah, wenn du willst, mach es dir hier gern ein bisschen gemütlicher. Oh, danke. Ja? Alles gut? Du bist doch sonst nicht so schweigsam. Ja, alles gut. Okay. Okay. Gut, also... Ja. Was, wenn es echt ist? Was hast du gesagt? Das Heilmittel. Was, wenn es echt ist? Ich meine, es sieht echt aus, aber... Was, wenn ich wieder normal sein könnte? Naja, weißt du, es, so funktioniert das nicht. Aber du hast es doch gesehen. Es tut bestimmt sehr weh, aber... Vielleicht ist es das ja wert. Kamala... Ich habe nie wirklich dazugehört. Meine Welt waren die Superhelden und... Ich dachte, wenn ich diesen Fanfiction-Wettbewerb gewinne, würde alles irgendwie... Es spielt keine Rolle. Sieh mich doch an. Ich bin ein Freak. Wow, du bist kein... Was du da getan hast... Hey, was du getan hast, war echt mutig. Es war dumm, aber trotzdem mutig. Und es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Gut ist nicht, was du bist. Wie bitte? Gar nichts, danke. Das Zimmer ist echt toll. Okay. Oder wird es sein, okay. Also, wenn es fertig ist? Ja, es ist tob dich aus. Gut. Ja, danke. Okay, ich gehe und mach irgendwas. Okay. Alles klar. Gut gemacht, Kamala. Das war überhaupt nicht peinlich. Aber jetzt habe ich ein Zimmer auf der Chimera. Passiert das wirklich? Eine von uns. Schnell gewechselt von wegen, oh nein, ich will damit nichts zu tun haben, zu, oh, jetzt gehöre ich auf einmal dazu. Okay, schauen wir uns mal durch. Durch, um.
Die Aussicht war bestimmt toll, als das Ding in der Luft war. Vielleicht kann Mr. Stark es reparieren. Ziemlich unordentlich hier. War vermutlich ein Lagerraum oder sowas. Mhm. Sind mir gut, ein Bett wäre da. Sogar mehrere. Kannst du ein paar Freunde einladen. Wer hat wohl vor mir hier gewohnt? Wir können aber auch rausgehen. Gut. Nee, nicht wirklich. Ich sollte mit Bruce reden. Oder ich sehe mich noch etwas um, jetzt wo einige Türen funktionieren, damit er vergisst, dass ich geweint habe. Hm. Okay, schauen wir uns mal um. Die Sachen, mit denen wir jetzt vergessen haben letzten Mal. Also ich denke, das ist halt wahrscheinlich auch nur genau ein bisschen Fragmente, Ausrüstung, die ja eh, glaube ich, mit jedem, was, mit allem, was wir finden, wieder besser wird. Von daher. Ich glaube, dann war es auch gar nicht schlimm, dass wir die eine Truhe zu übersehen haben. Wir wahrscheinlich eh demnächst was hätten wir was gefunden, was besser ist. Alles. Ach, hier dieses Zeitreise-Ding, oder? Wir müssen dahin nachher. Okay, gut. Wir sollten hier ein paar schöne Kräuter anbauen. Basilikum, Thymian, vielleicht Oregano. Ja gut, ich sollte vielleicht auch hier ein bisschen auf das Ding gucken, dann weiß ich, wo ich hin muss, dass es weitergeht und kann dann vorher alles abfrühstücken. Das dürfte dann meine Kritik vom letzten Mal ein wenig abschwächen, beziehungsweise annullieren. Hoffentlich erfahre ich von dieser Blutmaschine mehr über meine Kräfte. Ja, schauen wir mal. Okay, also da geht's dann weiter. Dann schauen wir mal, was sonst noch alles hier an Türen funktioniert. Und Truhen. Türen und Truhen. Ja. Sieg den Ausrüstung. Danke. Gleiche Stufe, aber ein bisschen besser. Da können wir jetzt rein. Okay, cool. Das Quartier von Bruce. Hulk hat es in Ruhe gelassen. Sieht immer noch sauber aus. Oder Bruce kann total schnell putzen. Wer weiß. Okay. Ein Comic. Ach schon, die Sammelobjekte habe ich im letzten Mal gar nicht durchgeklickt. Naja. Machen wir dann dieses Mal. Hoffentlich, wenn ich dran denke. Ich muss gar nicht dran erinnern, die geklickt zu haben. Ja, da unten ist soweit zu. Und hier können wir auch noch nicht mit interagieren. Alles klar. Schau mal, was uns sonst noch hier alles erwartet. Iron Man. Wahrscheinlich können wir da erst rein, wenn wir die entsprechenden Personen haben. Cap. Das wird dann, glaube ich, auch nichts. Oben oder unten? Scheint unten zu sein, aber ich denke, hier kommen wir dann auch mal rein.
Ja, hier haben wir so eine Truhe, guck mal. Hat sich das doch gelohnt. Eine neue Weste. Keine weiße, aber immerhin. Dankeschön. So, okay, Bruce ist da unten. Ich meine, hier waren wir ja auch schon. Ah, guck mal, da gibt es sogar noch eine Sammelkarte drin. Also lohnt sich's doch, die Dinger. Ich hoffe mal, dem anderen mal keine Sammelkarte drin mitzunehmen. Okay, das war hier das. Ich dachte, da hätte auch was geblinkt. Da haben wir noch eine Kiste. Dann haben wir es, glaube ich, hier oben soweit. So, jetzt habe ich leider die Meldung weggeklickt. Aber gut. Passt schon. Hey, Bruce. Tut mir leid. Keine Sorge. Ich verstehe schon. Was Neues von du weißt wem? Gutes Timing. Ich wollte es mir gerade ansehen. Hilfst du mir mal auf der anderen Seite? Drück einfach den Knopf. Gleich. Großartig. Das Ding gehört in ein Museum. Erstmal noch hier alles anschauen, bitte. Ist hier noch irgendwas Tolles drin? Ja, wieder neue Bänder. Ah, guck mal, die sind tatsächlich schlecht das erste Mal. Also, fast. Aber die Kiste sieht auch nicht so fancy aus. Genau, hier ist ein Science Lab, alles klar. Gut, jetzt dürfen wir tatsächlich hier alles haben. Also drücken wir mal. Okay, wird schon schief gehen. Guten Tag, Dr. Banner. Oh, wow. Wir haben es geschafft. Tony Starks fantastischer Computerkumpel. Oh, ich bin nur ein hochintelligentes System. Es ist mir eine Ehre, Miss... Khan, aber du kannst mich Kamala nennen. Sehr erfreut, Miss Kamala. Was ist los? Der Einsatztisch kriegt zu wenig Energie. Die Notabriegelung des Systems ist aktiv. Ich habe wohl die Sicherheitssensoren im Labor ausgelöst. Wir müssen sie deaktivieren. Ich mach das! Alles klar. Schauen wir doch mal. Das wäre da hinten. Okay, du wirst einfach nur als Freund angezeigt. Okay, ja, mit Bruce, wonach suche ich? Du benutzt die Konsole auf dem Labortisch, um die Sensoren zu deaktivieren. Ich dachte gerade, mitgenommen haben wir schon alles? Wir haben nicht alles mitgenommen. So, neue Insignien, die jetzt sehe ich auch wieder besser sind. In fast allen Punkten. Und da haben wir dann die Konsole. Schon okay. Das heißt nur, du musst die Sicherheitssensoren manuell deaktivieren. Such die kleinen roten Lichter. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Im Ernst? Ja, richtig. Mann, dehnbare Arme. Mhm.
Kapit. Okay, das ist einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Sind die alle hier im Labor? In einer meiner Geschichten muss Iron Man Straßenlampen ausschießen, damit Black Widow in eine Hydra-Basis einbringen kann. Ach ja, das ist schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Avenger sowas wirklich machen muss. Also, nicht, dass ich ein Avenger wäre. Fast. Okay, das war's. Sorry. Komm zurück. Heldenherausforderung freigeschaltet. Schließe Heldenherausforderung ab, um Herausforderungspunkte zu erhalten, die auf Herausforderungskarten, kosmetische und Gameplay-Objekte als Belohnung freischalten. Ja, wenn ich das nebenher mal machen kann. So, ich glaube, das war's, ja. Tägliche Herausforderungen springen zu jeder Stufe, indem du Herausforderungschips kaufst. Aha. Takedown, Outfit. Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir soweit alles, ne? Gut gemacht, Kamala. Jarvis, suchen wir Tony. Jarvis? Die Suche läuft. Warten Sie. Irgendetwas stimmt nicht, Dr. Banner. Das ist nicht gut. Oh je. Mein neurales Uplink wurde beim Absturz der Chimera beschädigt. Das ist hochspezielle Shield-Technologie. Ohne sie habe ich keinen Zugriff auf die globale Datenbank. Shield? Lasst uns Maria kontaktieren. Maria Hill? Leitet sie jetzt Shield? So ungefähr. Niemand weiß, was mit Direktor Fury passiert ist. Hill ist unsere einzige Vertrauensperson. Bruce, es ist schön, Sie zu sehen. Nach meinem Treffen mit dem Hulk war ich unsicher, ob wir uns noch mal sehen. Ja, tut mir wirklich leid. Hulk hatte einige Probleme. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Dieser Tag hat unser aller Leben erschüttert. Es freut mich, dass die Avengers wieder in Aktion sind. Nun, nicht ganz. Hi, Kamala Khan. Im Moment sind's nur wir zwei. Wir versuchen, Mr. Stark zu finden. Ja, wir brauchen ein neurales Uplink. Sie haben sicher eins auf Lager. Alle unsere Ressourcen wurden von AIM beschlagnahmt und die meisten Agents sind abgetaucht. Aber ich weiß vielleicht, wo man suchen muss. Ich sende die Koordinaten an Ihren Einsatztisch. Infos kriegen Sie unterwegs. Soll ich den Quinjet startbereit machen, Sir? Welchen Quinjet? Einsatztisch benutzen. Okay. Bestimmen Sie mit dem Einsatztisch das Ziel des Quinjets für Ihre nächste Mission. Die Koordinaten von Commander Hill führen zu einer abgelegenen Einrichtung in einer Tundra. Ich habe die Position auf Ihrem Einsatztisch markiert. Missionen, die für Ihre Ermittlungen gegen AIM wichtig sind, werden mit dem A der Avengers markiert. Ich hielt das für angemessen. Sehr schön. Okay. Einige Missionen enthalten Gegner mit Spezialfähigkeiten und Modifikatoren. Sie sollten sich die Modifikatoren ansehen und ihre Ausstattung für die Mission darauf ausrichten. Die AIM-Truppen in dieser Region benutzen angeblich Kryo-Waffen. Legen Sie Kälteschutzausrüstung an, um Ihre Überlebenschancen zu verbessern. Aha. So, Belohnungen. Blizzard und Druck, okay. Event, korrumpiertes Vibranium.
Wissenschaftler der Resistance haben weltweit Anomalien entdeckt. Ader mit instabilen, korrumpierten Vibranium. Suche, zerstöre die aufgetauchten Vibranium-Cluster, damit sie sich entfernt werden können. Okay. So. Missionskraft 6. Dann los. Wusstest du etwa, dass er die ganze Zeit hier war? Ich hatte keine Ahnung. Wirklich. Aha. Du wolltest nur einen Ausflug in deinem Wohnwagen machen. Nein. 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 Okay, Hulk ist für Einsatz verfügbar und kann im Heldenkader gewählt werden. Also genau, wir sind jetzt Stufe 6, wir sind Stufe 11, das heißt, wir sind 5 Stufen drüber. Passt. Heldengefährten auswählen. Wir haben hier nur Hulk. So, Präferenzen. Ah, gut, wir könnten quasi auch noch online, aber nö. Können wir einen Spieler einladen? Ah, jetzt können wir auch mit Kamala oder Hulk das Ganze machen. Na komm, wir haben mit Kamala angefangen. Ja, da können wir dann quasi noch Leute mitnehmen. So, zack. Alles klar. Beziehungsweise, ich glaube, dann machen wir hier tatsächlich mal gerade einen Schnitt. Passt hier gerade ganz gut. Kann ich ins Charaktermenü? Änderung an der Ressourcenökonomie. Ressourcen erhalten. Gibt neue Takedowns, so wie gesagt, die kosten ja. 11 von 88 Kombis gesammelt. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Aber ja, dann soll es tatsächlich für die Folge mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Und dann gehen wir jetzt noch die Codex-Sachen durch, soweit. Hope Pym, die Tochter des immer noch vermissten Wissenschaftlers Dr. Henry Hank Pym, gab gestern bei einer Pressekonferenz bekannt, dass die Belohnung für Informationen über den Aufenthaltsort ihres Vaters auf $100.000 erhöht wurde. Doppelt so viel wie nach dem Verschwinden von Dr. Pym vor 3,5 Jahren. Die Polizei gibt an, keine neuen Spuren zu haben, seit die Notiz aus seiner Wohnung, der zufolge er das Land verlassen wollte, als Fälschung identifiziert wurde. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes oder DNA-Spuren. Miss Pym behauptet, ihr Vater sei zuletzt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung anlässlich der Grundsteinlegung einer kostenlosen AIM-Klinik für Inhuman-Patienten in Brooklyn gesehen worden. Aber mehrere Zeugen berichten, dass Dr. Pym vorzeitig in seinem Privatwagen weggefahren sei, was die Parkquittung bestätigt. Das von Miss Pym ebenfalls behauptete raffinierte Sicherheitssystem war in der Wohnung nicht zu finden. Falls Sie Informationen über Dr. Pyms Aufenthaltsort haben, rufen Sie die Polizei unter 555-PIM-NO an.